Hallo, hier sind wir wieder. Heute ist Sonntag, der 5. Februar und in diesem Video möchten wir euch mitnehmen in die allerschönsten Wellnesscamps Kroatiens und werden euch zeigen, dass Wintercamping auch in Kroatien einfach wunderschön sein kann. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who want... Wir sind Martina und Bernhard. Reisen war und ist unsere große Leidenschaft. Unsere aktuelle Tour führte uns durch Afrika und Asien zurück nach Europa. Kommt mit und seid dabei. Nach einigen tollen Tagen auf dem Campingplatz in Split ziehen wir bei wunderschönem Wetter auf der D8 der wunderschönen Küstenstraße weiter nach Norden. Wir legen einen unerwarteten Halt im Restaurant Marin in der Nähe von Pirovac ein, denn wir konnten an dem Straßenrand einen gigantischen Grill mit Spanferkel und Lemmern entdecken. Wer kann da schon widerstehen? Eine Übernachtung auf dem Parkplatz stellt ebenso kein Problem dar. Wir haben jetzt soeben die Bremse reingehauen und wir haben es nicht bereut. Wir sind auf der Straße hier in diesem Restaurant vorbeigefahren und haben dann auf dem Grill gesehen, dass Schwein und Lamm in diesem Grill an so einem Häuschen gegrillt wird, am Spieß, komplett wunderbar. Und dann haben wir angehalten, es gibt einen großen Parkplatz hier direkt am Restaurant, da kann man übernachten, kostenlos, wenn man hier ist. Und das haben wir direkt gemacht, wir sind direkt rein, haben das Essen bestellt und jetzt essen wir und wir verlinken euch diesen Platz, weil wenn ihr nach Griechenland fahrt oder auf der Durchfahrt seid, ist das hier mit Sicherheit ein Halt wert. Zum Wohl! Nach einer ruhigen und erholsamen Nacht auf dem Parkplatz des Restaurants machen wir uns am nächsten Morgen auf den Weg entlang der wunderschönen Küstenstraße D8 nach Zara. In Zara finden wir den wunderschönen Wellness-Campingplatz Falkenstein, der uns für die nächsten Tage die Möglichkeit bietet, direkt am Strand in der ersten Reihe mit Meerblick zu stehen. Der luxuriöse Campingplatz ist bestens ausgestattet und bietet erstklassige Annehmlichkeiten für ein unvergleichliches Campingerlebnis. Im Hintergrund könnt ihr jetzt noch die Reste des fantastischen Sonnenuntergangs hier in Zara sehen. Total schön, wir stehen hier direkt am Meer auf unserem Campingplatz und haben abends einen wunderschönen Sonnenuntergang. Aber wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, weil wir noch in die Wellness wollen. Der Campingplatz hier ist ganz dünn besucht, hat normalerweise in der Saison einen eigenen Wellnessbereich. Und es ist noch ein Hotel angegliedert und so ein Ferienkomplex. Und weil jetzt hier so wenig Gäste sind, dürfen wir den Wellnessbereich des Hotels mitnutzen. Und der ist ganz wunderschön mit Whirlpool und Sauna. Und da gehen wir jetzt hin, nachdem wir heute den Tag in der Sonne genossen haben. Wir haben hier ein bisschen draußen gesessen, waren mit dem Quad in Zadar in der Altstadt. Da ist alles doch schon sehr verschlafen. Das ruht eben alles. Es ist Januar oder Februar ist jetzt doch schon sehr eine stille Zeit. Ich denke, das beginnt dann so im März oder spätestens so Ostern wieder. Aber uns gefällt es eigentlich ganz gut. Wir genießen tagsüber die Sonne und abends machen wir eben drin was zu essen und gehen jetzt in die Wellness, husch husch, bevor die Wellness um 21 Uhr schließt.
Hier sieht man die Einfahrt zu dem Campingplatz mit dem großen Parkplatz, der zum Einchecken benutzt wird. Auf dem Weg quer durch den Campingplatz erkennt man, in welchem Top-Zustand diese Anlage mit all seinen Einrichtungen ist. Jetzt zwei Nächte hier in Zara auf dem Falkenstein Campingplatz verbracht und ihr wisst, nach zwei Nächten zieht es uns immer weiter. Kleines Resümee, es ist ein wundervoller Platz. Also unsere Meinung, dass Kroatien auch Wintercamping wert ist, wird immer mehr bestätigt. Dieser Platz ist wirklich auch im Winter super zu besuchen. Wir haben jetzt im letzten Video wurden wir gebeten, auch mal Preise zu nennen. Das tun wir jetzt hier, obwohl das ja immer so eine Relationssache ist mit Sommer und Winter und welchem Platz. Aber wir sagen jetzt mal, wie es jetzt hier war. Wir haben die Diamond-Gruppe, das ist die vorderste Reihe direkt am Wasser. Das ist die teuerste Gruppe, die es hier am Falkensteinplatz in der Premium-Kategorie gibt. Dafür haben wir jetzt außerhalb der Saison 60 Euro die Nacht bezahlt. Es hört sich erstmal viel an. Ich muss aber sagen, was alles dabei ist. Wir haben ein beheiztes VIP-Badezimmer bekommen. Das heißt, da ist wirklich die Heizung an. Wir sind hier auf dem Platz vielleicht 5, 6 Wohnmobile. Das heißt, 15 Leute teilen sich dieses große, geräumige Badezimmer mit 2 Duschen. Überhaupt kein Problem, weil wir auch Zugang zur Wellness haben. Und das ist die Wellness des Falkenstein Hotels. Das ist ein 4-Sterne-Hotel, das ist ein Stückchen hier runter. Da läuft man so 250 Meter und dann kann man das alles komplett mitnutzen. Und die waren so freundlich, an der Rezeption auch. Also unglaublich, da bekommt man Handtücher. Man muss nicht mal die Handtücher mitbringen. Da ist ein Dampfbad, da ist die Sauna, es gibt einen Whirlpool, es gibt einen Swimmingpool. Und das kann man alles komplett mitnutzen, wie wenn man ein Hotelgast ist. Jetzt im Winter. Und im Sommer haben die hier eine eigene Wellnessanlage. Ich weiß nicht, ob ich jetzt im Sommer ins Dampfbad gehen möchte, aber vielleicht sollte man wirklich nochmal drüber nachdenken, Kroatien auch mal Spanien vorzuziehen. Man hat vielleicht nicht diese Sonnengarantie, aber man kann so viel machen, auch heute wieder. Es scheint die Sonne, es hat tagsüber, das nenne ich auch mal Temperaturen, obwohl ich auch dafür natürlich keine Garantie geben kann. Es hat tagsüber zwischen 10 und 15 Grad. Und in der Sonne kann man sitzen. Also wir haben auch draußen gegessen. Man kann wirklich draußen sitzen. Natürlich kann man jetzt nicht in der Badehose sitzen. Aber es ist für das Befinden wirklich warm genug. Und wir sind mit den Temperaturen mehr als zufrieden. Wir heizen auch tagsüber überhaupt nicht. Wir heizen eigentlich nur abends. So ab 6, 7 wird es dann schon frisch. Und dann heizen wir nachts. Aber eigentlich nur wegen den Hunden. Also es hat nachts draußen 6, 7, 8 Grad und drunter geht es eigentlich nicht. Und würde wahrscheinlich auch ohne Heizen gehen, aber wir haben halt die Hunde und deswegen stellen wir die Temperatur auf 19 Grad ein und heizen nachts. Sobald wir morgens aber aufstehen und die Sonne rauskommt, machen wir die Heizung sofort aus. Genau. Also dieser Campingplatz hier ist ein absoluter, ich glaube, es ist der beste Campingplatz Kroatiens. Die haben mehrfach Preise gewonnen. Wenn ihr im Sommer kommen wollt, denke ich, müsst ihr reservieren. Er wird wahrscheinlich immer voll sein. Der hat fast 400 Plätze. Es sind auch so Cabanas dabei. Uns hat er ausgesprochen gut gefallen. Aber nach 2 Nächten reicht's. Wir fahren weiter. Und jetzt mal gucken, wo wir hinfahren. Wir haben jetzt ein paar Tipps von euch bekommen. Die wollen wir jetzt abfahren. Wir sind da immer sehr dankbar. Einmal die Plivitzer Seen. Hatten wir zwar auf dem Schirm, aber haben wir gesagt, mal gucken. Aber jetzt haben uns das 3 oder 4 Leute doch nochmal empfohlen und da fahren wir jetzt heute hin. Ja, und danach haben wir nochmal ein Wellnesscamp auf dem Schirm, das wir auch von euch bekommen haben. Und da gucken wir jetzt mal, wie das alles wird. Nachdem wir uns mehrere erholsame Tage mit Wellnessaktivitäten gegönnt haben, machen wir uns auf den Weg, um ein gutes Stück die Küstenstraße D8 entlang zu fahren, eine der schönsten Küstenstraßen Europas.
Unser Ziel ist es, bis nach Senji oder auch Zeng genannt zu gelangen, wo wir uns einen Parkplatz direkt am Hafen suchen, um hier die Nacht zu verbringen. Der Parkplatz ist von zwei Seiten von Wasser umgeben und verspricht eine einmalige Aussicht. Jetzt haben wir uns aber schnell beeilt und Mikrofon und Kamera noch geholt, um für euch diesen fantastischen Sonnenuntergang einzufangen, weil er so irre schön ist. Wir haben heute über 200 Kilometer an der Küste zurückgelegt und sind in Senji, in Kroatien, hier direkt am Meer, in einem Hafen, wo man wunderbar stehen kann. Für 9,50 Euro haben wir das Tagesticket gezogen. Und der Herr am Schalter hat uns gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Von 9,50 Euro können wir 24 Stunden stehen bleiben. Und eine zweite Nacht, dann müssen wir einfach Bescheid sagen, bekommen wir nochmal ein Tagesticket. Service gibt es keinen, aber das ist in Kroatien schon echt selten, dass man auf einem Parkplatz direkt im Hafen stehen darf. Und es war ein Tipp vom Wilfried Schöller und hiermit vielen Dank, lieber Wilfried. Der Platz ist wirklich ganz, ganz toll. Und wir sind die Küstenstraße gefahren, nicht über die Autobahn, deswegen haben wir auch ein bisschen länger gebraucht, aber es hat sich so gelohnt. Eine traumhafte Küstenstraße mit Ausblicken aufs Meer und auf die vorgelagerten Inseln, ganz, ganz toll. Und es weht ein frischer Wind, also heute tagsüber war es schön, aber jetzt kommt der Wind, ist doch ein bisschen frisch. Aber wir wurden mit diesem fantastischen Sonnenuntergang belohnt, den wir jetzt mit euch teilen. Und wenn der Bernhard gleich noch ein bisschen mit der Kamera schwenkt, dann könnt ihr unseren Ausblick sehen, den wir heute Abend haben. Und der sind ganz, ganz toll, die Lichter der Stadt. Und mal sehen, was dann morgen der neue Tag bringt. Ich hoffe, Sonnenschein. Thought I had to miss you and I. Life changes as we know it. You do what you can, you just get through it. It's a mystery how people can get by on as little love as you and I. Never thought I'd be so far from home. Never thought I'd love. Senji hat eine Einwohnerzahl von ca. 9000 Menschen. Es liegt am nördlichen Teil der Adriaküste, nur etwa 50 Kilometer nördlich von Rijeka. Senji ist bekannt für seine Festung, die im 16. Jahrhundert erbaut wurde. Es ist auch ein beliebtes Reiseziel für Naturliebhaber, da es eine Vielzahl von Stränden, Felsformationen und Landschaften bietet. Nach einer wunderbaren Nacht in dem schönen Senji entschließen wir uns, unsere Reise fortzusetzen, da wir uns den Luxus einer der besten Wellnessanlagen für Camper in ganz Kroatien nicht entgehen lassen möchten. Wir sind gespannt auf das, was uns auf diesem nächsten Zwischenstopp erwartet. Never thought we had to run through burning fire.
Wir freuen uns darauf, das 5-Sterne San Servolo Wellness Camping Erlebnis zu genießen, das sich in unmittelbarer Nähe zur slowenischen Grenze befindet und uns einen geräumigen und komfortablen Stellplatz bietet. Meinst du kriegst auch was ab? Ich bin mir gar nicht so Reden, weil ich kein Mikrofon habe, das haben wir im Wohnmobil gelassen. Wir sind nämlich ganz spontan hier gelandet. Wir sind im Restaurant von unserem Campingplatz und als wir gerade am Einchecken waren und der Bernhard noch da zugange war, habe ich die Hunde rausgelassen und als ich mit den Hunden draußen war, dann kam von oben jemand runter, die Caroline, die sitzt uns jetzt gegenüber. Und die beiden schauen uns ein Filmchen, das Caroline ist an. Und die beiden schauen uns ein Filmchen und dann hat sie uns gesehen und dann kam sie runter und dann haben wir uns unterhalten. Ja, und jetzt sitzen wir zusammen zum Essen und es schaut ganz wunderbar aus. Also wir haben uns ein Tartar bestellt. Als ich die Karte gesehen habe, habe ich gedacht, oha, wir nähern uns langsam Italien. Das Essen wird fantastisch. Also die Karte ist wirklich unglaublich gut. Und wir haben jetzt eine Vorspeise, ein Tartar, und wurde immer ganz frisch für uns angemacht. Und die beiden haben Nudeln mit schwarzen Würfeln, das schaut auch sehr lecker aus. Und in den Gläsern haben wir einen wunderbaren Rohwein. Und das alles lassen wir uns jetzt schmecken. Ja, unsere Hauptgerichte sind da und die sind fantastisch, zumindest sehen sie so aus. Also unsere zwei neuen Bekanntschaften, die haben leckere, was habt ihr da bestellt? Steak? Das ist ein kroatisches Fiorentina-Steak. Kroatisches Fiorentina-Steak? Und wir haben gedacht, naja, weil wir das Tartar vorne weg haben, wir nehmen jetzt mal die leckeren Trüffelnudeln. Mit schwarzen Trüffeln, weil das hatten wir so lange nicht. Aber der Bernhard, ich habe gerade schon seinen Blick gesehen, wie der Steak angeguckt hat. Wahrscheinlich müssen wir für morgen nochmal reservieren und das Steak essen. Wir essen heute Trüffelnudeln mit Salat, weil wir ja das Tartar vorne schon weg hatten. Und jetzt lassen wir es schmecken. Also das ist eigentlich schon fast Mittag. Nach unserem leckeren Essen gestern mit Caroline und Fritz sind wir jetzt heute Morgen erstmal ausgeschlafen, weil wir doch ein bisschen viel Wein hatten. Das war nämlich so schön gestern Abend. Haben wir jetzt ausgeschlafen, gefrühstückt und jetzt sind wir hier im Wellness, im Camping-eigenen Wellness. Und guckt euch das mal an, wie schön das ist. Das Wasser hat gute 32 Grad, würde ich mal sagen. Das ist angenehm warm für diesen Pool. Und da schwimmen wir jetzt gleich. Und wir sind ganz alleine. Es ist Sonntagnachmittag, 13 Uhr. Wir sind ganz alleine hier. Viele sind heute Morgen schon gefahren. Ich denke aber, unter der Woche ist wahrscheinlich allgemein ein bisschen ruhiger wie am Wochenende. Aber ich kann nur noch mal sagen, Wintercamping, Winter-Wellness-Camping in Kroatien ist wirklich, wirklich immer eine Reise wert. Und hier in diesem San Servolo Camp kombiniert mit einem leckeren Restaurant ist es mit Sicherheit ein langes Wochenende immer mal was, wo man sagt, da kann man herkommen. Und ich werde jetzt gleich hier schwimmen gehen, bevor wir dann
drüben ins Dampfbad und in die Sauna gehen. Da können wir euch wahrscheinlich nicht mitnehmen, aber wir werden euch berichten, wie es ist. Der Campingplatz bietet eine wunderbare Pizzeria und ein exquisites Steakrestaurant, das eine Vielzahl köstlicher Gerichte serviert. Jeden Morgen können wir uns an den einmaligen Ausblick erfreuen, während wir in dem erstklassigen Restaurant über der Rezeption ein leckeres Frühstück genießen. Was für ein fantastischer Sonnenuntergang, den wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Zu diesem Sonnenuntergang gehört eigentlich ein lecker edler Tropfen und wir haben den direkt hier. Das ist ein Mozart-Kokosnusslikör. Ich habe ihn selber noch nicht probiert, aber ich erzähle euch die Geschichte dazu. Als wir hier auf den Platz gekommen sind, wie ihr ja gesehen habt, haben wir Caroline und Fritz getroffen. Und Caroline und Fritz sind aus Salzburg. Ja, und wir kamen dann ins Gespräch und hatten einen super schönen, feuchtfröhlichen Abend zusammen, zu viert hier im Steak-Restaurant, das übrigens fantastisch ist. Und der Fritz hat uns dann gesagt, er hat noch einen Mozart-Likör für uns. Und ja, wir haben den bekommen. Wir werden den zu einer ganz besonderen Gelegenheit eröffnen und trinken. Ja, und da muss ich doch mal Werbung machen, weil ich finde, allein die Verpackung ist gigantisch. Dann haben wir am nächsten Morgen, als wir noch am Schlafen waren, weil wir den Abend doch schon sehr genossen haben, kriegen wir eine Nachricht. Ja, mit einem Foto von unserem Wohnmobil, das unten steht, also von oben fotografiert am Platz hier. Ja, hallo, wir sind auch da. Und dann haben wir geantwortet, ja, wo seid ihr denn? Ein Follower von uns. Und dann klopfte es an unser Wohnmobil und wir haben uns so gefreut. Ja, und dann standen Ewald und Andrea da. Auch ein paar aus Österreich, mit denen wir auch schon vor längerer Zeit schon mal geschrieben haben, weil sie eben auch Interesse an der Türkei und Tunesien hatten. Und dann haben wir uns, es ist immer so schön unkompliziert mit euch allen, und dann haben wir uns so nett morgens, wir noch halb verschlafen und die kurz vorm Abfahren, vorm Wohnmobil unterhalten. Und mich freut es, oder Bernhard und mich, uns freut es immer so, wenn wir euch so treffen und kennenlernen können. Und irgendwie hat man auch immer direkt ein Gesprächsthema. Wir haben alle das gleiche Hobby. Und ja, möchten euch auch dazu ermutigen, wenn ihr irgendwo seid und wir treffen uns, sprecht uns an, da freuen wir uns immer sehr. So, hier zum Campingplatz möchte ich noch sagen, guckt euch um. Ich meine, dieser Blick und dann ein Platz, ein Stellplatz mit eigenem Whirlpool. Ich glaube, das hatten wir so noch nie. Das San Servolo Wellness Camp hier ist schon was ganz Besonderes. Es sind auch nicht viele Plätze, es sind nur 24 Stellplätze, finden wir sehr schön, weil es überschaubar ist. Wir hatten hier fantastisches Steak im Steak-Restaurant, das hier direkt angegliedert ist. Wir hatten eine tolle Pizza in der Pizzeria, die dabei ist. Wir hatten ein Frühstück, das wir euch auch warm ans Herz legen können mit Ei und Rührei und Orangensaft. Wie im Fünf-Sterne-Hotel, wirklich. Ja, und die Wellnessanlage braucht sich auch hinter einem 5-Sterne-Hotel nicht verstecken. Über den Whirlpool, der warm ist, das Schwimmbad, das Sauna, das Dampfbad und das Ganze in einer intim angenehmen Atmosphäre, dass ich sagen muss, dieser Campingplatz ist auf jeden Fall einen Besuch wert und hat für uns auf jeden Fall seine 5 Sterne verdient. Wir waren jetzt 3 Nächte hier. Morgen früh geht es dann für uns weiter, frisch, sauber, erholt
Und erfreut mit netten Begegnungen werden wir weiterfahren und Kroatien leider verlassen. Wir gehen zurück oder neu nach Italien und freuen uns auf Italien, auf hoffentlich besseres Wetter, weil es ist schon ganz schön kalt geworden. Und wie immer, wenn ihr dabei sein wollt, dann liked das Video, abonniert unseren Kanal und reist mit uns zurück nach Italien. Okay.